Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom Juni für euch und meine Neuzugänge vom Juni. Ich packe die beiden Videos ja aktuell immer zusammen, weil ich einfach nicht so viele Neuzugänge habe im Moment. Ich versuche ja Sub abzubauen und die Reihen voll zu kriegen und deswegen kaufe ich im Moment nicht so viele Bücher. Da muss ich mich auch echt selber bremsen. Bis jetzt bin ich tapfer gewesen und habe nur das gekauft, was auf meiner Liste stand. Obwohl das eine Buch mich ja schon sehr anspricht, was mich jedes Mal anspringt, wenn ich in die Buchhandlung gehe, aber noch geht's. Aber ich bin diesen Monat schwach geworden. Ich habe diesen Monat ein Buch gekauft, was nicht auf der Liste stand, aber das musste ich haben. Aber das gehört in die Neuzugänge vom Juli, deswegen zeige ich euch das jetzt noch nicht. Es waren von meinen 5 Neuzugängen, die ich im Juni hatte, 3 Rezi-Exemplare, die ihr auch schon in Videos gesehen habt. Die zeige ich euch dann mit dem Lesemonat nochmal ganz kurz. Und ich zeige euch jetzt einfach die beiden Bücher, die ich mir im Juni selber noch gekauft habe, die ich auch noch nicht gelesen habe, weil sie erst für nächsten Monat, glaube ich, auf meiner Leseliste stehen. Aber ich habe sie halt einfach schon gekauft, dass ich sie halt einfach habe. Ich musste sie halt besitzen. Ihr kennt das vielleicht. Und zwar habe ich gekauft... Ach nee, wartet, es sind 3. Haha. Falsch rum. Es sind 3, die ich gekauft habe und 2, die ich Rezi-Exemplare gekriegt habe. So rum war es. Und zwar habe ich zum einen gekauft Diamonds for Love Teil 9. Ich habe Teil 8 noch nicht gelesen. Ich habe mir das Buch jetzt gleich gekauft, als es rausgekommen ist, einfach weil das der letzte Teil von dieser Reihe ist und ich diese Reihe jetzt komplett haben wollte. Und ja, Teil 8 steht für diesen Monat noch auf dem Plan. Das steht für nächsten Monat zum Lesen auf dem Plan. Das ist der 9. und letzte Teil. Und im 9. Teil geht es um Summer Bennett und Alexander Westbrook. Und Alexander ist Schauspieler und Summer ist ja Künstlerin und die beiden treffen dann aufeinander und den Rest erzähle ich euch dann, wenn ich das Buch gelesen habe. Das wäre Neuzugang Nummer 1 aus dem Juni, was ihr noch nicht kennt. Dann habe ich natürlich selbstverständlich gekauft Hold von Helena Hunting, den 3. Teil der Mills Brothers Reihe oder Miles Brothers Reihe. Wobei es hier nicht um einen Miles Brother geht, was mich sehr irritiert. Es geht, glaube ich, um den Cousin von denen. Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich gerade die Zusammenhänge hier noch nicht herstellen. Ich habe aber schon eine Instagram-Nachricht gekriegt von Jayla. Genau, ich habe schon eine Instagram-Nachricht von Jayla gekriegt, die mich gefragt hat, ob ich das Buch schon gelesen habe, denn es ist mega witzig wieder. Und ich hätte es am liebsten nach der Nachricht sofort gelesen, aber ich halte mich an meine Liste. So, Punkt. Und ich bin schon mega gespannt auf das Buch und ich liebe die ersten beiden Teile von dieser Reihe sehr und ich freue mich einfach schon mega auf das Buch nächsten Monat und ja, werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie es mir gefallen hat. Ich weiß nur so viel, es geht um Rianne und Rianne hat eine Zwillingsschwester und ihre Zwillingsschwester liegt mit, wie heißt er, Pierce Whitfield im Clinch und im Krieg und eines Tages trifft sie Pierce im Supermarkt und er denkt, sie ist die Zwillingsschwester und daraufhin kriegen die beiden sich ziemlich an Frack und Rianne lässt sich das aber nicht gefallen, ne? Ihr kennt ja diese Situation, die Helena Huntington immer schreibt. Ah, ich stelle mir das ziemlich, ziemlich gut vor. Auf jeden Fall lernen die beiden sich so kennen und dann kracht es halt richtig und dann treffen die sich irgendwie wieder. Und ja, was dann halt zwischen den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich freue mich mega und ja, werde euch selbstverständlich sofort berichten, wenn ich es gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Und das letzte Buch, was ich mir im Juni noch gekauft habe, ist Hope Again von Mona Kasten. Ich habe schon 150 Millionen Anfragen gekriegt. Hast du schon gelesen? Hast du schon gelesen? Hast du schon gelesen? Ich so, nein, habe ich noch nicht, denn auch das steht für August auf meinem Leseplan. Also, ich habe es noch nicht gelesen. Bisher habe ich aber auch überall durchweg, glaube ich, nur positive Rezensionen gesehen und Meinungen. Also, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe ja den 3. Teil Viele gerne, den habe ich ja geliebt, ne? Das Buch war voll meins, das habe ich so gefeiert. Das ist ein wahnsinnig tolles Buch. Und auch der 2. Teil, Trust Again, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, ich bin gespannt, wie jetzt Hope Again wird und ob es meine Erwartungen erfüllen kann. Und ja, auch hier werde ich euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. So, das waren meine 3 Neuzugänge, die ihr noch nicht kennt aus dem Juni. Alle anderen Bücher habt ihr schon irgendwo, irgendwann einmal gesehen, sei es in einem Neuzugänge-Video oder ich habe eine Rezi dazu gemacht oder was auch immer. Deswegen halten wir uns jetzt gar nicht lange auf und wir fangen mit den Rezi-Exemplaren an. Es waren 3 Rezi-Exemplare im Juni. Also wir hatten 3 Neuzugänge, die ich selber gekauft habe und 3 Rezi-Exemplare. Mein Gott, wie oft ich mich heute korrigieren muss. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mit den Rezi-Exemplaren auch gleich mal an, weil die habt ihr ja schon in einem extra Video gesehen. Deswegen werde ich dazu jetzt auch nicht allzu viel sagen. Wenn ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr ja in die Videos nochmal reingucken und ja, da erzähle ich dann einfach nochmal ein bisschen mehr. Und zwar habe ich gelesen One Kiss von Lauren Blakely. Das ist der 4. Teil der The One-Reihe.
Es gibt noch einen weiteren Teil auf jeden Fall. Ich habe aber keine Ahnung, ob der vom Verlag noch übersetzt wird. Ich hatte die Anfrage gestellt, als ich meinen Beleglink hingeschickt habe zum Verlag, habe aber leider keine Antwort drauf bekommen. Also ich habe eine Rückmeldung bekommen, dass meine E-Mail eingegangen ist und sie haben sich für die Rezension bedankt, aber sie haben halt meine Frage nicht beantwortet. Und entweder wissen sie es selber noch nicht oder er wird nicht übersetzt. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall auf Goodreads gesehen, dass es einen weiteren Teil gibt von einem Charakter, der hier in diesem Buch auch dran vorkommt. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt oder nicht. Ich würde auf jeden Fall, wenn da noch ein Teil kommt, ihn sehr, sehr gerne lesen, denn ich fand One Kiss auch wieder richtig gut. Viele konnten mit der Geschichte nichts anfangen, was ich durchweg verstehen kann, weil das Buch wieder so eine Geschichte ist, die komplett andersartig ist. Das ist wieder so ein Buch, was schon sehr weit hergeholt ist, ne? Also von Realismus brauchen wir hier bei diesem Buch absolut nicht sprechen. Das ist sehr, sehr unrealistisch und alles sehr weit hergeholt. Aber ich fand die Dynamik zwischen den Charakteren unglaublich gut. Ich fand die Geschichte cool. Ich fand einfach die Idee hinter der Geschichte toll. Ich fand, wie die miteinander umgegangen sind, toll. Die Charaktere haben mich abgeholt und berührt. Und mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, für mich landet der vierte Teil auch wirklich auf Platz 2 von dieser Reihe. Der erste Teil, One Dream, ist und bleibt der beste. Abigail und Simon, da geht nichts drüber. Aber danach kommen für mich hier gleich Nicole und Ryder. Die beiden haben einfach gefetzt. Die sind ein tolles Pärchen. Das hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und ja, ich fand die Geschichte richtig cool. Es geht hier um Nicole und Nicole möchte gerne ein Kind. Sie findet aber nicht den richtigen Partner dazu und hat sich jetzt halt dazu entschieden, halt ein Kind zu bekommen ohne einen Partner. Und hat sich schon bei ein paar Samenbanken informiert und überlegt dann aber, möchte ich denn wirklich ein wildfremdes Kind? Möchte ich denn wirklich die Gene von einem Menschen, den ich noch nie gesehen habe? Und auf jeden Fall überlegt sie dann und weiß nicht so recht, was sie machen soll. Und dann fällt ihr Kollege Ryder ein. Und Ryder ist Single und hat auch keinen Bock mehr auf Beziehungen. Und Ryder steckt aber in der Tinte, beruflich gesehen. Er muss in seinem Job wieder vorankommen, sonst wird er entlassen. Und deswegen braucht Ryder Hilfe in seinem Job. Und als seine Arbeitskollegin Nicole ihn um Hilfe bittet, stellt auch er eine Forderung an sie. Und so versuchen die beiden sich gegenseitig bei ihren Problemen zu helfen. Und ja, was dann am Ende dabei rauskommt, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch hier geht. Und ich fand die Geschichte einfach wirklich toll und süß und mir hat sie sehr gut gefallen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Sonst rede ich jetzt hier schon wieder viel zu lange. Dann auch ein Rezi-Exemplar, was ich im Juni 3-mal bekommen habe, war Golden Dynasty, Brennender als Sehnsucht von Jennifer Armentrout. Das ist der zweite Teil der The Vincent-Saga. Und ey, ich habe dieses Buch wirklich 3-mal vom Verlag bekommen. Beim ersten habe ich mich schon gefreut und beim zweiten Mal dachte ich so, hä? Was da passiert? Und da haben sie aber gesagt, da gab es irgendwelche Logistikprobleme. Das Buch habe ich dann an eine Bloggerin weitergegeben, mit der ich befreundet bin. Und ja, das dritte Buch habe ich dann in meinem Neuerscheinungsstream verlost. Wer den gesehen hat und dabei war, hatte Glück. Tada! Ich weiß gar nicht, ist das Buch eigentlich bei meiner Gewinnerin angekommen? Die hat sich gar nicht mehr gemeldet. Ich habe es dann am Montag gleich zur Post gebracht. Falls du das hier siehst, Chrissy hieß sie, glaube ich. Frag mich nochmal, ob das Buch angekommen ist. Würde mich jetzt schon mal interessieren. Das ist halt immer, ne, wenn du halt so Gewinne verschickst und du dann keine Rückmeldung bekommst, ob das angekommen ist, ist das schon immer so ein bisschen, ist es da, ist es nicht da, was ist passiert? Ja, auf jeden Fall habe ich Brennender als Sehnsucht, den zweiten Teil der Vincent-Saga im Juni gelesen und auch das Buch hat mir sehr gut gefallen. Holy cannoli, das Ende von dieser Geschichte war so krass. Das war Oberhammer, wirklich. Das hat mir so gut gefallen. Das war so ein richtiges Thriller-Ende, so richtig so Krimi-mäßig noch. Und oh, es war so gut. Und aber fangen wir vorne an. In diesem Buch geht es um Nikki und um Gabriel. Und Nikki ist die Tochter der Hauswirtschafterin und des Butlers der De Vincents. Und sie ist quasi bei den De Vincents mit aufgewachsen. Und die Jungs waren für sie eher so wie Brüder, aber als Nikki älter geworden ist, hat sie halt gemerkt, dass sie für einen von den dreien mehr empfindet und schwärmt für einen von den dreien. Und zwar war das Gabriel. Gabriel ist aber 10 Jahre älter als sie, weswegen sie immer tabu war und er halt auch sie nur als kleine Schwester gesehen hat. Und dann ist etwas zwischen Nikki und Gabriel passiert und
Niki ist am nächsten Tag aufgrund dessen, was passiert ist, abgehauen und hat sich nicht mehr blicken lassen in den letzten 4 Jahren zu Hause. Und ja, jetzt muss sie aber nach Hause zurückkehren, denn ihre Mama ist schwer krank und sie muss jetzt quasi den Job ihrer Mama übernehmen, weil die Vincents keinen anderen finden. Und das ist immer so ein bisschen schwierig wegen der Verschwiegenheit und den Ganzen. Und Niki kennt sich halt quasi aus und ist ja da groß geworden und weiß halt auch, was ihre Aufgaben sind und was sie zu tun hat. Und ja, so kehrt Niki jetzt nach 4 Jahren nach Hause zurück und wird natürlich wieder mit Gabriel konfrontiert. Und ja, was dann halt so zwischen den beiden passiert und wie Niki die Heimkehr quasi bewältigt, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und es geht noch um so viel mehr, aber das kann ich euch nicht sagen, weil dann würde ich euch sowas von fett spoilern. Aber es ist holy cannoli, Alter. Es ist so krass, was da drin vorkommt. Ey, wirklich, das ist mega gut. Man möchte mal gerne so viel erzählen. Man möchte auch immer gerne erzählen, was halt in diesen Geschichten so krass war und so. Aber das kann man halt nicht, weil man euch ja dann spoilern würde und man möchte das ja nicht. Deswegen halte ich jetzt meine Klappe an dieser Stelle. Aber ich fand die Geschichte mega gut. Mir hat das mega gut gefallen. Einzig am Anfang fand ich Gabriel seine Reaktion, wo er Niki wiedergesehen hat, ein bisschen heftig. Also ich kann ihn verstehen, warum er so reagiert, aber ich habe mir dann gedacht irgendwann, ja, jetzt lass es halt einfach mal gut sein, weil er das sehr, sehr lange mitzieht in der Geschichte. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, jetzt ist auch echt mal Feierabend. Und das hat mich dann so ein bisschen genervt. Aber das war nur so wirklich eine Kleinigkeit, die mich genervt hat. Ansonsten mega gute Geschichte. Schaut sie euch an, das ist nicht einfach nur ein erotischer Liebesroman. Nein, da steckt noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Und das letzte Rezensionsexemplar, was ich im Juni gelesen habe, war Renegades, geheimnisvoller Feind von Marissa Meyer. Das ist der 2. Teil der Renegades-Reihe und ich kann ja zum Inhalt nicht viel sagen. Es geht immer noch um Nova, die eigentlich zu den Schurken gehört, zu den Anarchisten, sich aber im 1. Teil bei den Renegades eingeschleust hat, um die von innen heraus zu infiltrieren. Und ja, mehr kann ich eigentlich auch gar nicht sagen. Ich möchte hier nicht wirklich echt, ich möchte hier nichts verraten zu der Geschichte, weil ich kann mich jetzt sehr, sehr schnell spoilern und das mag ich nicht. Auf jeden Fall geht es im Endeffekt darum, ob Nova ihren Racheplan umsetzen kann oder ob das misslingt oder was da nicht vielleicht noch alles anderes passiert in der Geschichte. Und ich muss sagen, mir hat der 2. Teil wieder sehr gut gefallen. Ich fand die Story wieder großartig. Aber wie auch beim 1. Teil hätte die Geschichte locker 100 Seiten dünner sein können. Also Marissa Meyer hat diese Geschichte wieder sehr, sehr langsam erzählt. Das war auch im 1. Teil schon der Fall. Die Geschichte braucht ewig, wirklich ewig, ehe sie so in Fahrt kommt und ehe sie Schwung aufnimmt und ehe dann mal was passiert. Das ist halt am Anfang sehr viel bla 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 bla. Es ist auch zwischendrin sehr viel bla 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 bla. Es wird halt alles immer wieder erklärt und wieder gekaut und das ist so ein bisschen nervig, aber für mich macht es das Ganze drum und dran in dieser Geschichte das Ganze wieder wett. Denn ich finde die Welt einfach mega cool, in der das Ganze spielt, vom Setting her, wie das halt alles aufgebaut ist, was sie halt auch für Fähigkeiten haben. Und was Adrian hier für Fähigkeiten hat in dem Buch, wo du das ganze Ausmaß seiner Kräfte erstmal mitbekommst, das ist so heftig. Deswegen, ja, ist einfach krass. Auf jeden Fall finde ich die ganze Erzählweise von Marissa Meyer cool. Mir gefällt das sehr gut. Ich mag die Charaktere. Ich finde, sie baut die Charaktere super auf. Dadurch, dass sie halt die Geschichte wirklich sehr, sehr langsam erzählt und die Geschichte wirklich sehr, sehr langsam voranschreitet, lernst du aber halt die Charaktere auch echt gut kennen. Und du weißt halt, wie wer drauf ist. Du kannst jeden einzelnen Charakter einschätzen. Und das hat mir halt sehr gut gefallen. Also wie gesagt, die Geschichte von der Handlung her und vom Verlauf her kommt sehr, sehr langsam, nur in Schwung. Das ist manchmal sogar so ein bisschen... Aber das Ganze drum und dran, die Charaktere, der Schreibstil, die Welt, das macht das Ganze für mich halt wieder weg. Also der Schreibstil ist locker, leicht und einfach. Wie gesagt, die Welt ist Bombe und die Charaktere, man liebt sie einfach. Man liebt sie einfach. Und das Ende vom 2. Teil war wirklich so... Es war hart. Es war wirklich hart. Es war wieder ein mega fieser Cliffhanger, wie beim 1. Teil auch schon. Das hat mich auch noch verwirrt. Man hatte ja am Ende vom 1. Teil so einen fetten Cliffhanger. Und dann fängt man an und liest den 2. Teil und von diesem Cliffhanger ist erstmal keine Rede. Und du denkst dir so, hä? Was? Habe ich was verpasst? Und dann erst nach 150 Seiten kommt dieses Ganze, was am Ende vom 1. Teil war, nochmal richtig zur Sprache. Und du denkst dir so, hä? What the hell? Es ist halt, wie gesagt, dieses Buch braucht halt, ehe es so in Schwung kommt. Das dauert halt.
ja, die Geschichte entwickelt sich halt sehr, sehr langsam. Wer mit sowas Schwierigkeiten hat und da eher ungeduldig ist, wie ich ja eigentlich auch, aber für mich, wie gesagt, passt das Ganze drum und dran, deswegen stürzt mich in dem Fall nicht, dann würde ich sagen, lasst die Finger weg, wenn ihr eher Geschichten braucht, die actionreich sind und vom ersten Moment an da, dann ist das hier definitiv nichts für euch. Aber ich fand den zweiten Teil wieder mega gut. Ich liebe Renegades. Wenn ihr Superhelden, Superschurken-Geschichten mögt, dann schaut euch Renegades auf jeden Fall an. Mega, mega gut. Jetzt haben wir noch 5 Bücher, die ich gelesen habe, die ihr rein theoretisch, wenn ihr meine Weekly Readings nicht schaut, nicht kennen solltet. Fangen wir an mit dem Buch, mit dem ich am längsten aller Zeiten prokrastiniert habe. Und zwar Wenn der Sturm tobt von C.L. Wilson. Den ersten Teil hatte ich ja im Mai noch beendet und habe dann im Juni den zweiten gelesen. Und ich weiß nicht, was mit mir und diesem Buch nicht gestimmt hat. Immer wenn ich das Buch gelesen habe, habe ich es sehr, sehr gerne gelesen. Und es hat mir auch mega Spaß gemacht beim Lesen. Habe ich es weggelegt, was raus aus meinem Kopf. Dann lag es da. Dann habe ich es angeguckt und dachte so, eigentlich nicht, nee. Ach komm, ich lese erst mal das. Ich weiß nicht, was mit mir und diesem Buch nicht gestimmt hat. Ich hatte immer keine Lust, zu diesem Buch zu greifen. Aber wenn ich es dann einmal hatte und mich wirklich gezwungen hatte, es zu lesen, dann hat es mir mega Spaß gemacht. Also ich habe keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall ist das ja hier auch die zweite Hälfte der Geschichte. Deswegen kann ich hier nicht wirklich irgendwas zu sagen. Es geht ja in diesen beiden Büchern um Gabriella und um Dils. Und Gabriella ist ja eine Prinzessin. Und sie ist eine eher unterschätzte Person. Sie wird immer für die liebe, ruhige Prinzessin gehalten, die halt auch die wenigsten Fähigkeiten hat. Denn in der Welt, in der das spielt, ist es so, dass halt die Prinzessinnen besondere Fähigkeiten und Gaben haben. Und ihre Schwestern Frühling und Herbst sind halt so die stärkeren Gaben haben. Und Sommer hat halt so eher die schwächeren Gaben so. Macht das den Anschein nach außen. Und im ersten Teil ist die vierte Schwester Sturm, die inzwischen ja verheiratet ist mit Winter. Das ist also ein bisschen, am Anfang ist das kompliziert, weil wenn man den ersten Teil nicht gelesen hat. Die hat auf jeden Fall im ersten Teil ein Abkommen geschlossen mit Dils und mit seinen Leuten, den Kalbernianern. Ich weiß auch nicht so richtig, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall haben die im ersten Teil einen Pakt geschlossen, wenn er ihr hilft, dann darf er, wenn der Krieg vorbei ist, zurückkommen und sich von den Schwestern eine Braut aussuchen. Und jetzt ist es soweit, der Krieg ist vorbei, Dils kommt mit seinen Leuten wieder zurück und möchte sich jetzt eine Braut aussuchen. Und seine Leute haben ihn halt geraten, er möchte sich an Herbst und Frühling halten, denn das sind die stärkeren Prinzessinnen und die haben die stärkeren Kräfte und Fähigkeiten. Und ja, Sommer ist halt eher so, nee, Sommer ist raus, ne? Und jetzt fährt Dils dann dahin und dann, naja, was passiert? Ihr könnt es euch jetzt denken, er und Sommer, katsching! Wobei es hier wieder so ist, dass es mich nicht stört, die beiden sehen sich und spüren sofort, dass da was ist. Aber das hängt bei denen mit ihrer Gabe zusammen und diesen magischen Fähigkeiten. Das war bei Sturm und bei Winter war das ja auch schon so. Ne? Also die haben sich gesehen und sofort, zack, hat es quasi Klick gemacht. Und so war das bei den beiden auch. Aber Sommer wehrt sich gegen die Beziehung zu Dils und er versteht halt nicht, warum. Und dann versucht er Sommer zu umwerben. Und ja, dann passiert noch ganz viel krasser anderer Scheiß. Und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil es ist der zweite Teil. Ich kann nur sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich fand aber definitiv Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, um einiges besser. Die Wellen singen, wenn der Sturm tobt, war eine gute Geschichte. Aber ich weiß nicht. Irgendwas hat für mich da auch gefehlt, dass es halt nicht so gut war, wie Der Winter erwacht. Aber das liegt halt einfach daran, dass ich Winter liebe. Ich liebe Winter Adrialan. Wirklich, es ist einfach so. Dieser Charakter ist so toll und er passt so gut mit Chamsin zusammen. Es ist einfach. Wenn ihr mal erotische Fantasy-Bücher lesen wollt, wo die Liebesgeschichte im Vordergrund steht, wo ihr eine geile Story habt, dann lest Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Und danach dann Die Wellen singen, wenn der Sturm tobt. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier nach dem Buch gespannt, wie es weitergeht. Denn dieses Buch hat ein Ende, wo du dir denkst so, holy fucking shit, was passiert jetzt? Und ja,
Es wird wahrscheinlich jetzt wieder ewig dauern, ehe das nächste Buch kommt, weil C.L. Wills nimmt sich Zeit mit ihren Büchern, was ich absolut verstehen kann. Aber es wird halt dadurch ewig dauern, ehe dann der nächste Teil erscheint. Aber diese Frau hat hier eine Welt erschaffen, holy shit, wirklich Leute, die ist so gut durchdacht und es passt einfach alles perfekt zusammen. Das ist wirklich Fantasy auf oberstem Level, wirklich, das kann man nicht anders sagen. Also wenn ihr Bock auf solche Geschichten habt, schaut euch diese Bücher auf jeden Fall an, das sind richtige, richtige Schätze und ich kann die wirklich jedem geben, wirklich jedem nur empfehlen. Ihr habt echt was verpasst, wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt und ja, ich kann nicht mehr zu der Geschichte sagen, außer dass sie mir gut gefallen hat, mich aber nicht so packen konnte, wie der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. So, und ich habe bei diesem Buch halt übelst prokrastiniert. Also ich habe es immer wieder unterbrochen und unterbrochen. Ich glaube, ich habe insgesamt 2 Wochen an dem Buch gelesen und nebenbei noch 2 andere Bücher gelesen. Also ich weiß nicht, was mit mir in diesem Buch einfach nicht gestimmt hat. Jetzt haben wir noch 3 Liebesromane und ein Urban Fantasy Dystopie apokalyptisches Buch. Das heben wir uns für den Schluss auf. Machen wir erstmal diese beiden Schätzchen hier. Zack und zack. Idol 1 und Idol 2, einmal gib mir die Welt und gib mir dein Herz. Die Story zu diesen Büchern ist auch lustig, weil eigentlich wollte ich nur den ersten Teil lesen und den zweiten Teil nächsten Monat. Ich habe den ersten Teil mit der Nina zusammen gelesen. Hallo Nina! Ich hoffe, du bist gut aus dem Urlaub zurückgekommen und dir geht es gut. Oder bist du vielleicht sogar noch im Urlaub? Och, wenn ja, du glücklicher, ey. Auf jeden Fall sei gegrüßt an dieser Stelle. Ja, den ersten Teil wollte ich mit Nina auf jeden Fall zusammen lesen und wir ausgemacht, hey ja, wir lesen ja heute mal 50 Seiten so für den Anfang, um reinzukommen und mal zu gucken. Und ich lese so und denke so, das ist richtig gut. Mann, das gefällt mir mega, das spricht mich mega an. Diese ersten 50 Seiten, die haben mich sofort reingesaugt in die Geschichte und ich war drin. Und dann schreiben wir uns Sprachnachrichten und dann erzählt sie irgendwas von einem Motorradunfall und er lag auf dem Rasen. Und ich denke mir, hä, die waren doch in einem Flugzeug. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe den zweiten Teil gelesen, statt dem ersten. Nun hatte mich der zweite Teil aber so gecatcht, dass ich eigentlich wissen wollte, wie es hier weitergeht. Habe dann aber erstmal hier angefangen zu lesen und habe die 50 Seiten gelesen und fand das auch wirklich witzig am Anfang. Und ja, habe dann 2, 3 Tage mit Nina Idol gelesen. Und aufgrund, dass Nina aber so viel Stress auf Arbeit hatte, sind wir nicht so weit gekommen, wie ich dachte. Also wir sind nicht so schnell durchgekommen, wie ich es dachte. Und deswegen habe ich etwas getan, was ich vorher noch nie getan habe. Ich habe parallel den 2. Band gelesen zum 1. Einfach, weil ich wissen wollte, was nach diesen 50 Seiten in diesem verdammten Flugzeug passiert. Und habe das Buch dann innerhalb von 2 Tagen gelesen. Also ich habe dann angefangen und dann am nächsten Tag war ich fertig und da waren wir bei Idol 1 so etwas über der Hälfte dann. Und ich muss echt sagen, der zweite Teil hat mir tausendmal besser gefallen wie der erste. Der erste Teil ist so eine richtig süße, niedliche, kitschige, stereotypische Liebesgeschichte, die mich aber im Vergleich zum zweiten Teil überhaupt nicht gekriegt hat. Also dadurch, dass ich die beiden Bücher ja dann parallel gelesen habe, kann ich halt nur sagen, ist der erste für mich so ein bisschen abhanden gekommen. Also ich habe den dann schon noch gelesen, aber ich dachte mir halt die ganze Zeit so, na, der zweite ist besser. Der zweite ist einfach besser. Nee, die Geschichte vom zweiten ist einfach besser. Und der erste ist da einfach nicht rangekommen. Also der erste Teil, wie gesagt, ist eine süße Geschichte. Der Anfang mit dem Motorrad und wie die sich da behandeln, hat mir sehr gut gefallen. Aber die Geschichte ist halt im weiteren Verlauf dann sehr ruhig eigentlich und es passiert halt nicht so mega viel. Das Ende ist so, oh Gott, okay, was, okay, was hat er getan? Aber der zweite Teil war eindeutig besser. Also ich kann es immer wieder sagen, der zweite Teil war eindeutig besser. Im ersten Teil geht es ja um Libby und Libby lebt auf einer Farm mitten quasi im Nirgendwo und auf einmal eines Morgens geht sie raus und da ist ihr Rasen komplett zerstört, ihr Zaun ist kaputt und da liegt ein Motorrad, was halt so eine Schneise gemacht hat in ihren Rasen und dann liegt ein paar Meter weiter so ein besoffener Penner. Und ja, Libby geht dann dorthin und guckt es mal, ob der überhaupt noch lebt und stellt dann halt fest, der ist halt sturzbesoffen, aber ansonsten geht es ihm gut. Und Libby stellt dann aber auch später fest, wer der Typ ist, der bei ihr auf dem Rasen lag. Und ja, dieser Typ ist von Anfang an von Libby, ne, jetzt nicht fasziniert, aber er findet sie sympathisch und denkt sich, ach ja, die ist doch eigentlich ganz nett und
er merkt halt, dass da irgendwas an ihr ist. Und dann lernen die beiden sich halt besser kennen und dann werden sie Freunde. Und ja, der Typ, der auf dem Rasen lag, ist Killian. Und Killian ist der Leadsänger der größten Rockband der Welt. Und ja, was dann halt mit den beiden so passiert, das ist es, worum es im ersten Teil geht. Und wie gesagt, ist eine süße Geschichte. Hat mich dann aber im Endeffekt nicht so gekriegt wie das hier. Im zweiten Teil geht es dann um Scotty, und Scotty ist der Manager der Band, und eigentlich heißt er Gabriel Scott, aber jeder nennt ihn nur Scotty. Und Gabriel hat Flugangst, und am Anfang der Geschichte fliegt er von Amerika nach London, ich weiß gerade nicht mehr, wo die losfliegen, und hat dann eine ziemlich nervige Sitznachbarin. Und es ist einfach so toll, wie diese beiden da in dem Flugzeug die ganze Zeit rumdiskutieren. Also sie merkt halt, dass er Flugangst hat und versucht ihn dann halt abzulenken und flirtet dann die ganze Zeit mit ihm. Aber aufs Übelste, und macht ihn halt übelst an, wo du dir teilweise denkst, oh Gott, mach das nicht. Weil man erahnt dann schon, wer sie ist. Und zwar fliegt sie für ein Bewerbungsgespräch nach London. Und ja, das Bewerbungsgespräch hat sie bei keinem anderen außer Gabriel Scott. Ja, und was dann halt mit den beiden alles so passiert im weiteren Verlauf, also ich kann ja mal spoilern, sie kriegt den Job, und was dann halt mit den beiden dann alles so passiert, das ist, worum es in diesem Buch geht. Aber die Dynamik zwischen Gabriel und Sophie, die ist einzigartig, wirklich, die ist so mega gut. Gabriel hat sowas von einem Stock im Arsch. Man kann es nicht anders sagen. Der Typ hat einfach mega Stock in seinem Arsch stecken. Und Sophie ist komplett das Gegenteil von ihm. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, das ist einfach so gut. Das ist so gut. Und ja, die Geschichte hat mich voll eingesaugt. Ich liebe diesen zweiten Teil. Ich bin jetzt sehr auf den dritten Teil gespannt. Ich habe ihn schon da. Ich weiß gar nicht, für wann der auf meiner Liste steht. Auf jeden Fall ist aber auch ein Neuzugang vom Juli, ne? Also pst. Auf jeden Fall, ja, bin ich jetzt sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich freue mich auf den dritten Teil und ja, lest Idol 2 auf jeden Fall und auch den ersten. Der ist auch süß, aber der zweite ist so viel besser. Also falls ihr den ersten gelesen habt und ihr fandet ihn ein bisschen langweilig, lest auf jeden Fall den zweiten. Lest da auf jeden Fall rein. Gebt der Leseprobe eine Chance. Das Buch ist wirklich, wirklich toll, und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Idol 2, es ist so gut. Ich liebe Gabriel Scott. Er hat einfach einen Stock im Arsch. Aber ich habe bei diesem Buch auch festgestellt, dass ich Bücher eigentlich echt immer mega liebe, wenn ein Gabriel drin vorkommt. Ich weiß nicht, was es mit den Gabriels und mir so in diesen Büchern an sich hat, aber immer wenn ein Gabriel der Gegenpart zu unserer Protagonistin ist oder er der Protagonist ist, finde ich das Buch eigentlich cool und gut, und dann mag ich es. Und ich mag anscheinend Gabriels. Keine Ahnung. Machen wir weiter mit dem vorletzten Buch, was ich gelesen habe, und auch das war wieder eine richtig, richtig tolle, süße, emotionale Geschichte. Und zwar habe ich gelesen The Ivy Years, Wenn wir vertrauen, von Serena Bone. Das ist der vierte Teil dieser Reihe. Und Raffe oder Raffi oder wie auch immer man die Abkürzung für Raphael ausspricht, I don't know, ist einfach so fucking süß. Er ist einfach so unglaublich süß. Das ist so ein niedlicher, toller, charmanter, liebevoller Kerl. Wirklich, dieser Kerl ist einfach nur so unglaublich süß. Man möchte den die ganze Zeit knuddeln. Wirklich, ich habe im Buch immer gedacht, oh Gott, der ist so niedlich. Oh mein Gott, oh, ist der süß. Wirklich, ich habe die ganze Zeit wirklich nur gedacht, der ist einfach nur verdammt niedlich. Wirklich, in seiner ganzen Art und Weise. Ich meine, er sieht ultra hot aus, ne, mal abgesehen davon. Aber seine ganze Art und Weise, die war einfach so niedlich und so süß. Und oh, der war einfach so ein Gentleman halt auch, das ganze Buch. Und den muss man auch einfach in sein Herz schließen. Und so, wo war ich denn jetzt? Es ist mir mal wieder mitten in meinem Redeschwall der Akku ausgestiegen. Und ich merke mir dann immer nicht, wo ich war. Ich fange einfach nochmal mit der Inhaltsangabe an. Also, in diesem Buch, jetzt muss ich überlegen, was ich gerade erzählt hatte. In diesem Buch geht es um Bella. Und Bella ist die Teammanagerin der Hockeymannschaft. Also man kennt sie dadurch auch schon aus den vorherigen Bänden. Und Bella hat halt gerne One-Night-Stands und ist halt nicht so der Beziehungstyp. Und ja, eines Tages, als sie nach Hause kommt, findet sie auf ihrer Treppe im Wohnheim einen ziemlich, ziemlich deprimierten Raffe sitzen. Und die beiden haben sich schon ein, zwei Mal gesehen. Und er hat ihr damals beim Umzug auch die Kartons hochgetragen. Und daher kennen die sich schon so ein bisschen. Und sie fragt dann, hey, was ist denn los? Siehst du traurig aus? Und er erzählt ihr dann, dass seine Freundin ihn betrogen hat und er sie gerade dabei erwischt hat. Das spoilere ich euch nicht, denn das passiert hier gleich auf den ersten Seiten. Und ja, deswegen ist er halt ziemlich scheiße drauf, und Bella sagt, hey, komm noch mit hoch in mein Zimmer.
Und ja, dann reden die beiden miteinander und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Die beiden, naja, ihr wisst schon, verbringen die Nacht miteinander. Am nächsten Tag findet Raffe das ziemlich kacke, denn es war sein erstes Mal und eigentlich hatte er geplant, das mit seiner Freundin, mit der er ja nun schon lange in der Beziehung war, zu haben und fühlt sich mit der gesamten Situation sehr, sehr unwohl und weiß halt auch nicht so richtig, wie er damit umgehen soll. Und ja, weiß halt auch nicht, wie er Bella gegenübertreten soll und das ist halt alles ein bisschen kompliziert und ja, er versucht ihr dann auch erstmal größtenteils aus dem Weg zu gehen und die beiden werden dann aber schlussendlich gezwungen, miteinander klarzukommen, weil sie sind in einem Studienkurs zusammen und müssen dann gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Und die Ex-Freundin von Raffe arbeitet dann auch noch mit an dem Projekt, was das Ganze nochmal ein bisschen verkompliziert. Und ja, die beiden müssen dann halt gucken, wie sie miteinander klarkommen und miteinander auskommen. Und dann wird Bella auch noch Opfer einer Mobbing-Attacke. Und das ist echt heftig, was da passiert. Und Raffe ist dann für sie da und Raffe steht ihr zur Seite. Und Bella merkt halt, was für ein Mensch er ist. Und ja, was dann halt mit den beiden passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Ich kann nur sagen, dass mir das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Die Geschichte war toll, Bella ist toll, Raffe ist... Der ist so süß einfach. Ich kann das immer wieder nur sagen, er ist einfach so toll. Und ja, die Charaktere sind toll, das Setting ist toll. Also der vierte Teil der Ivy Years hat mir wieder mega, mega gut gefallen. Ich kann euch das Buch ja wirklich nur empfehlen, lest es. Es ist ein ganz, ganz tolles New Adult Buch. Es sind College-Geschichten. Ich liebe ja New Adult College-Geschichten. Und Sarina Bowen hat sich für mich wirklich so zu einer meiner Lieblingsautorinnen auch mit entwickelt in den letzten 2 Jahren. Ich habe ja die True North-Reihe noch von ihr, die ich auch wirklich sehr, sehr toll finde. Ich habe die Gravity-Reihe, die 2 Bücher, die bis jetzt übersetzt wurden, gelesen. Die sind auch wirklich mega gut. Schaut die euch auf jeden Fall auch mal an. Die ist eher unbekannt. Die sind auch nur bei einem ganz kleinen Verlag rausgekommen, die 2 Bücher. Vielleicht werden die ja irgendwann nochmal von einem größeren Verlag übernommen und nochmal rausgebracht, weil das sind auch 2 wirklich ganz tolle Geschichten. Und ja, die Ivy Years-Reihe von ihr ist auch einfach ganz, ganz toll. Und ich mag Sarina Bowens Geschichten und ich mag, wie sie die Geschichten erzählt. Und ja, Ivy Years, wenn ihr College-Geschichten mögt, schaut euch diese Reihe, falls ihr sie noch nicht kennt, auf jeden Fall mal an. Es lohnt sich. So, dieses Video ist schon wieder unglaublich lang, glaube ich. Ich habe jetzt noch ein Buch, was ich gelesen habe und dieses Buch habe ich auch am 30. Juni beendet noch. Ich weiß noch, dass ich frühst gedacht habe, ob ich das Buch noch fertig kriege, weil ich hatte noch ungefähr die Hälfte von der Geschichte zu lesen und dann habe ich aber gedacht, so, du liest das jetzt. Du liest das heute auch noch fertig, weil du willst wissen, was da passiert und dieses Buch ist unglaublich gut. Und zwar habe ich gelesen Cat und Cole, ein grausames Spiel von Emily Zoveda. Und ich fand den ersten Teil ja letztes Jahr schon unglaublich gut, wo ich den gelesen habe. Der hatte zwar sehr, sehr viele technische Aspekte, was mich so ein bisschen gestört hat, weil ich kam dann einfach in der Geschichte beim ersten Teil mit diesen ganzen technischen Sachen nicht mehr mit und habe gedacht, hä? Was? Wie? Wo? Hä? Ich raff's nicht. Und da war ich dann so ein bisschen raus. Das hat mir im ersten Teil das Ganze auch so ein bisschen verhagelt gehabt. Aber im zweiten Teil hat man das nicht. Also es ist immer noch sehr technisch alles. Die Welt, in der das Ganze spielt, ist halt auch immer noch von dieser Technik mit diesen Panels, die man so im Arm trägt. Das ist halt auch immer noch da, aber es waren nicht mehr so viele Erklärungen und das Ganze drum und dran war einfach nicht mehr so schlimm. Deswegen fand ich den zweiten Teil sogar noch einen Tacken besser wie den ersten, was das betraf. Und Cat und Cole, ein grausames Spiel, ist eine unglaublich gute Fortsetzung vom ersten Teil. Ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt erzählen kann, ohne euch zu spoilern. Ich kann euch ja mal vorlesen, was auf dem Klappentext steht. Weil bei Fortsetzungen möchte ich immer ungern selber was sagen, weil da ist ja ein Wort zu viel schon zu viel verraten. Deswegen, ich lese euch mal den Klappentext vor. Cat ist erschöpft, verwundert, aber vor allem schockiert über den grausamen Plan ihres Vaters. Er will die komplette Menschheit nach seinen Wünschen umprogrammieren. Zusammen mit Cole muss sie ihn aufhalten. Doch überall warten Lügen und Betrug. Nicht einmal sich selbst kann sie vertrauen. Denn in ihr erwachen bedrohliche Erinnerungen, die nicht ihre eigenen zu sein scheinen. Cat bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit zu machen. Denn dort liegt womöglich der Schlüssel zur Rettung der Menschheit verborgen. Ihr Weg führt sie in die Wüste nach Entropia. Eine Stadt, die zugleich gefährlich für sie ist, aber auch Erlösung bringen könnte. Und ich kann wirklich nur sagen, was in diesem Buch passiert, ist so heftig. Das Ende ist einfach nur mega, mega heftig. Das Ende ist so krass. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Das Ende ist einfach nur heftig. Ich habe
mit Sina über das Ende diskutiert und gesprochen. Und ich glaube, wir sind beide froh, wenn der dritte Teil rauskommt und wir wissen, was genau jetzt hier abgeht. Weil das Ende ist einfach nur so, du denkst dir, what? Was ist hier bitte los? Ja, ich bin, wie gesagt, auf den dritten Teil, ich bin so hyped, wenn der rauskommt, das sage ich euch, den werde ich mir auch gleich holen und lesen und oh, es ist so gut. Also Cat and Cole ist generell eine Geschichte, die ich finde, die viel zu wenig Aufmerksamkeit auch bekommen hat. Es ist eine Geschichte im Großen und Ganzen, wo es um ein Zombie-Virus geht, der die Menschheit bedroht. Dieser Zombie-Virus funktioniert so ein bisschen anders, wie man es kennt. Das finde ich schon mal mega geil, dass die Autorin, was sie sich da ausgedacht hat mit diesem Zombie-Virus. Ich kann euch Cat und Cole, wie gesagt, wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal Bock auf so dystopische, postapokalyptische Zombie-Geschichten habt, dann schaut euch das Ganze auf jeden Fall an. Wobei man sagen muss, dass hier diese ganze Zombie-Sache im zweiten Teil eigentlich so fast gar keine Rolle spielt. Nur so am Rande, im ersten Teil auch eigentlich nur am Anfang. Also wer jetzt Angst hat, dass in dieser Geschichte nur Zombies vorkommen und die sich zerfleischen oder so, nein, das ist nur am Anfang mal kurz, dass diese Zombie-Thematik da aufkommt, aber im weiteren Verlauf spielt das eher eine geringfügigere Rolle, denn die haben größere Probleme in der Geschichte. Und ich finde Cat und Cole einfach genial. Schaut euch diese Geschichte unbedingt an, wenn ihr gerne solche Bücher mal lest. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte und ich bin so gespannt auf den dritten Teil. Die Autorin schreibt gerade noch dran. Es ist noch keine Richtung raus, wann das Buch erscheint, also hoffen wir, dass es ganz, ganz schnell passiert. Und ja, ich finde die Cover unglaublich schön. Auf dem ersten ist eine rosa Wolke drauf. Und wer das erste Buch gelesen hat, weiß, was es mit dieser rosa Wolke auf sich hat. Und dann findet man die nicht mehr ganz so schön. Und ja, ich finde die Cover trotzdem mega. Und ja, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, außer lest Cat und Cole, wenn ihr gerne solche Geschichten lest. So. Das war mein Lesemonat und meine Neuzugänge vom Juni. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Aber spoilert mich bloß nicht bei den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Wehe, ich möchte das nicht. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.